das Video hochgeladen und hey Freunde, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir mit dem Video anfangen, es würde mich mega freuen, wenn ihr diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet. Und Freunde, an die ganzen neuen Zuschauer, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr diesen Kanal einfach abonnieren. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Aber ich würde sagen, Centex? Ja? Da wir beide ja schon in Sportklamotten sind, wollen wir vielleicht eine Runde Fußball spielen? Ja, gut, Idee, dann los geht's. Okay, dann verlierst du wieder. Hey, du hast letztes Mal verloren, glaube ich. Gar nicht. Ich habe gewonnen, ja, dann musstest du auch ein Eis ausgeben. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, das seht ihr dann auch am Ende nochmal eingeblendet. So. Okay, warte, los, ich nehme meinen Ball raus. Genau. Und? Ich geh in das Tor hier, Daniel. Okay, und los. Los geht's. Oh. Und? Warte. Und schieß doch. Wow. Nein, Pfosten. Pfosten. Hehe, du hast dich getroffen. Okay, wir spielen bis drei, ja? Wow. Oh mein Gott. Nein. Das war mega cool. Von okay, so 1-0. So. Und? Ich bin bereit. Schuss. Und Tor. Das kann nicht sein. Okay, warte. Hihi. 1-1. Das ändern wir jetzt. Und? Ja, das ändern wir nein. Gleich wird 2-1 für mich. Ja, genau, warte. Und Tor. Nein! Ja! Nein. Okay, noch ein Tor muss ich schießen. Dann. Nein! Wir haben ja gesagt. Wir haben gesagt, der Verlierer muss ein Eis ausgeben. Nein, das haben wir gar nicht gesagt. Lügner! So. Und nein! Tor. Oh. Wow. Tor! Hey. 3-2 gewonnen. Es gibt das nicht, dass du nicht bereit bist. Hey, oh Manu. Ta-tü. Ich hab gewonnen. Tata. Hä? Tatü. Das ist doch Vitamine. Das ist die Polizei. Vitamine. Ah, das Hallo. Ist Vitamine. Hey, was macht ihr hier beide? Wir spielen Fußball, wir sind unschuldig. Genau, wir haben ja, nichts getan. Wir wollen nicht ins Gefängnis. Ja, nein, keine Sorge, Freunde. Daniel. Ich schieß dich ab, Vitamine. Daniel, ja, bist du los. Dran? Hey, hör, Daniel, ich muss ein ernstes Wort mit dir reden. Ja, was denn? Du bist gar nicht gerade in Uniform, in deiner Detektivuniform. Ja, soll ich mit meiner Detektivuniform Fußball spielen oder was? Nein, aber ich habe einen Fall für dich dringend und ich kann den nicht alleine lösen. Ja, ich brauche Hilfe von dir. Ja, dann schieß los. Ja, Sandy, du kannst auch mithören. Du kannst ja Daniel dann helfen. Und zwar... Was geht's denn? Im Supermarkt wurde jetzt schon öfters geklaut, weißt du? Echt? Also ja. Was? Oh nein. Lebensmittelladen da vorne. Ja, genau, den meine ich. Den ja, aber ist gar nicht gut. Was nein. Wurde denn da geklaut? Da wurde immer ganz viel Steak und so Wurst geklaut. Okay, erzähl weiter. Und zwar, es können nur drei Leute in Frage kommen. Ja, wer denn? Da gibt's drei Leute. Pass auf. Zwei Männer. Ja. Und eine schwangere Frau. Oh, okay. Und ich habe auch Bilder auf meinem Handy, wenn du die mal sehen möchtest. Ja, zeig mal eins. Ja, mir auch. Okay, warte mal. Also hier, das ist der erste Mann. Ja. Der war öfters auch schon mal im Gefängnis und vor dem habe ich eigentlich relativ tolle Angst, wisst ihr? Ja. Oh, okay. Und der zweite, der ist eigentlich richtig lieb und eigentlich so ein richtig unschuldiger Nachbar, weißt du? Ja, okay. Und die dritte, das war eine Frau und zwar ist die sogar schwanger. Die ist, ich weiß nicht ganz genau, aber im 7. oder 8. Monat, Daniel. Dann bekommt ihr ein Baby. Ja. Also, du sagst, in dem Bild war die im 7. oder 8. Monat schwanger. Genau. Das Bild von der Frau ist auch schon 3 Monate her, Daniel. Ja, okay. Also das Bild wurde im April gemacht. Genau, im April. Okay, also da sehen wir also 3 Leute. Und das ist vor 3 Monaten passiert. Und okay, was sind die anderen Bilder? Die sind eigentlich neu und die beiden haben wir, oder den einen, mit dem früher festgenommen wurde, den haben wir jetzt auch nochmal festgenommen, aber der schwört, dass der unschuldig ist, Daniel. Achso, also der Mann, der früher ein Dieb war, habt ihr jetzt festgenommen? Ja, weil wir dachten wirklich, der war das, aber dann, also wir konnten den ja nicht nachweisen und deswegen mussten wir den ja freilassen, weißt du? Okay. Deswegen, Daniel, dachte ich mir,
wir haben dafür alle nicht so viel Zeit. Und Santi, der hat ja jetzt leider Urlaub für 2 Tage und ist auch nicht im Dienst. Und da haben wir nicht so viel Mitarbeit und deswegen brauchen wir dich unbedingt. Okay, da kann ich helfen. Also, und das dritte Bild, das ist jetzt von diesem Monat gemacht. Genau, das ist okay. Von diesem Monat. Okay, ich habe da schon eine Vermutung. Kommt mal mit zu mir. Ja, okay. Aki, denkst du, du kannst den Fall lösen, Daniel? Ja, ich gehe mal in mein Polizeiauto hier. Hey, Daniel, das ist aber mein Auto. Hey. Hey. Nein, Daniel, zu Fuß eh schneller. So, also, ich habe da schon eine kleine Vermutung. Und du denkst also, der Mann, der früher ein Dieb war, ist auch heute der Dieb. Kannst du mir vorstellen, ja, weil wenn man früher gestohlen hat, macht man das ja manchmal immer noch. Ja, da hast du nicht unrecht. Okay. So, aber ich glaube, da liegt ihr falsch. Oh, wieso denn? Das hat voll Sinn ergeben. Ein Moment, ich sag's euch und hopp. So. Okay, Freunde, ich bin jetzt im Detektiv-Outfit. Oh, wow. Detektiv Daniel. Ja, so fühle ich mich schlauer. So, wartet mal. Also, hier das Bild von April. Da sehen wir die Frau, die schwanger ist im 7. oder 8. Monat. Okay. Und die 2 anderen Männer. So, von Mai sehen wir nochmal die 3 Leute und im Juni nochmal. Und du sagst, da wurde jetzt regelmäßig gestohlen. Ja, genau. Schon öfters, Daniel. Der Verkäufer hat schon richtig viel Verlust gemacht dadurch. Gut, ja. Dann... Also, ich hoffe mal, die Frau ist jetzt da. Aber kommt mal mit. Los, Freunde. Ich habe, glaube ich, den Fall gelöst. Hey, da sind die 3 sogar. So schnell, ja? Daniel? Und Daniel, das ist der Verhaftete hier. Ich habe auch die Handschellen in der Hand. Oh nein, pass auf vor dem. Nein, stopp, Freunde. Der ist wirklich unschuldig. Du bist böse. Okay, nein, wirklich, Freunde. Der wahre Täter befindet sich hinter mir. Du bist der Dieb. Die schwangere Frau. Hey, nein, die ist doch schwanger, Daniel. Die Arme. Angeblich schwanger. Denn wenn du sagst, dass sie im 8. Monat schwanger war, im ersten Bild, dann sollte die auch heute schon ihr Kind bekommen haben nach 3 Monaten. Das heißt, du bist nicht schwanger, du versteckst nur die Sachen in deinem Bauch. Ben, Daniel, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was? Ja, die müsste schon längst sonst ihr Kind haben. Ja, da hast du recht, das stimmt. Senti, das ist eigentlich richtig logisch, aber der Detektiv Daniel, der hat es wieder geklärt. Der löst alle Fälle. Ganz genau. Also, du bist festgenommen. Genau. Also, sie sind erstmal festgenommen, sie stehen unter Tatverdacht des Diebstahls und das heißt, sie müssen jetzt erstmal mitkommen, okay? Ganz genau. Genau, und Daniel, guck mal, was ich gefunden habe. Das ganze Essen. Was? Stimmt. Guck dir das mal an. Hab ich das doch ist so gesagt. Viel. Schon das wieder die, wollte die klauen. Ihre Goldäpfel hatte sie geklaut. Die so sind erstmal. Sie haben das Recht zu schweigen und sind erstmal vorläufig festgenommen. Ja. Wie passt das denn alles in ihren Bauch? Naja. Okay, Freunde, da wir diesen Fall jetzt gelöst haben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mehr von solchen Fällen wollt. Wenn ja, dann lasst einfach ein Like da. Und Freunde, damit würde ich sagen, schaut bei den 2 Chaoten neben mir vorbei. Und jetzt könnt ihr noch die letzten 2 Videos anklicken und bei mir bei Instagram folgen. Und tschüss. Tschüssi. Hey, Freunde, bevor ihr jetzt die Endkarte seht, erstmal riesengroßes Dankeschön, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Und Freunde, ich habe da noch eine kleine Frage an euch, beziehungsweise 2 Fragen. Also die erste Frage ist, wollt ihr mehr von solchen Fällen? Und wenn ja, schreibt unbedingt in die Kommentare rein, was für Fälle. Und wenn mir dann eine Idee von euch gefällt, dann mache ich das auf jeden Fall. Und die zweite Frage ist, ob ihr einen Song von mir wollt, also einen eigenen Song, aber das würde ich dann erst als 300.000 Abonnenten-Special machen. Und wenn ihr das wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare Hashtag 300k-Song und dann sehe ich schon, ob ihr das wollt oder nicht, weil da würde ich mir auch sehr viel Mühe geben, weil ich will dann einen Song machen, den man sich dann öfters anhören kann. Und ja, das war's dann und tschüss!
Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch, du hast alles und nichts, nix. Die Crew, die du hast, wird für immer bei dir sein. Grandline macht dich bereit.